Wir sind angekommen. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit Herrn Nachbarn. Hallo. Hallo, hallo. Es gibt was zu essen. Am Möhnesee. Ich habe ja hier noch so ein paar kleine Runden offen, ne? Die gönnen wir uns heute. Und ich bin klatschnass. 29 Grad, ey. Wir haben sogar die 30 geknackt bei der Fahrt. Empfehlung hier, dieser Parkplatz am Torhaus. Der ist noch gratis. Alles andere ist mit Parkgebühr, Parkschein, Ticket, Bumsverlager. Hast du selber Sonnencreme mit? Angeber. Gut, wir rüsten uns jetzt erstmal Zeckenspray-Sonnencreme, das übliche, ihr kennt's. Dann sagen wir, bis gleich auf der Route. Jo. Hier startet auch die Route in den Klangwald. Ne? Ihr erinnert euch, die machen wir heute einfach nochmal. Aber die kleine Runde, 6,5 Kilometer. Das ist das Torhaus, wo auch so eine kleine Skulpturen- oder Kunstausstellung ist. Es ist heute sogar mal offen. Letztes Mal stand ich hier vor verschlossenen Toren. Are you ready? Er hat jetzt auch Komoot. Dann laufen demnächst zwei Verwirrte mit dem Navi durch die Gegend. Scheiße? Was ist Scheiße? Fehler. Ach, hast du das sogar auf der Uhr? Guck mal. Besser. Das geht bei meiner Uhr gar nicht, die ist zu alt. Oh, mein Kopf brummt. Ey, das Wetter. Egal. Wir sind draußen. Let's go. Ich habe da schon Foto und Video drin gemacht, ne? Ihr wisst. Und gleich fängt für mich auch Neuland an. Der Möhneseeturm kommt ja noch, den können wir auch hochkraxeln. Oh Leute, ich habe so fette Beine gekriegt, dass ich meine Hose gesprengt habe. Darfst du auch keinem erzählen, ne? Guck dir das mal an. So muss ich jetzt wandern und das geht immer weiter auf. Aber die kleinen Fliegen sind immer im Gesicht, ne? Ja. Die haben Durst, die sehen, dass da Wasser ist. Ich schwitze wie ein Ferkel. So, das ist jetzt ein neuer Abschnitt hier, Leute. Den kennt ihr noch nicht. Sieht toll aus. Ha. Im Moment haben wir ein Händchen für schöne Strecken. Pff, Gänsehaut? Nein. Oder Schweiß? Gerade. Ach so, gerade. Ah, er hat seine Uhr eingestellt bekommen. Guck. Hey, warte noch. Hey. Ja, ist, wenn was Neues ist, das immer schwierig, ne? Aber schon wieder super schön hier. Oh, meine Oberschenkel scheuern. Ah, komm, ich habe schon 2 Kilo wieder weg. Fehlen nur noch 8. Ja. Es tut echt gut, hier im Schatten unterwegs zu sein bei der Hitze. Problem ist nur, hier sind so Kamikaze-Fliegen, die dir immer richtig schön ins Gesicht flattern. So, weiter geht's. Wenn ich das jetzt mache, ne, dann platzt mir die komplette Buchse. Schaffe ich auch nicht. Guck dir das mal an. Aber da musst du trinken. Eigentlich musst du so, warte mal, das ist niedriger, ne? Ja. Man muss mit Mitte 40 muss man nicht mehr alles können. Oh, guck mal, extra für mich so ein Flock. Und? Super. Das ist ja beschiss. Aber zum Üben ist das toll, wenn du sowas hast, weil du dann dich feststellst, so lange wie es geht, ich schaffe es nicht. Ey, ich habe nichts in der Arme. Nichts. Und die Stangen tun weh. Riechst du das? Wenn es geregnet hat, ein Hund ist nass, so riecht er. Oh, aber der Ausblick ist ja toll. Und wieder diese schönen Fingerhütchen. Die hatten wir erst im Sauerland. Rumpf schwingen. Hoch das Bein, der Luft muss rein. Wie denn? 1, 2, 3, 4. Komm, noch 10, 9, 8, 7, 6. Der Bauch ist im Weg. Wo war ich? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Warum machen wir sowas bei 30 Grad?
Da kommen wir heute auch noch hin. Schön machst du das. Ach, guck mal. Da kannst du einen Baum kaufen und wirst hier verewigt. Das finde ich ein schönes Projekt. Jeder freut sich über einen Baum. Station. Ach, Station verpasst. Beugen und strecken mit Armheben hoch. Fertig, ja. Hier, Parkplatz Möhneseeturm ist hier unten. Den bezahlst du aber mit Parkticket. Also, nö. Da ist der Turm. Ja, da kommen wir noch hoch. Und das ist die nächste Station. Also die Strecke ist klein, aber süß. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guck mal. Ich guck mal, was ist da? Ach. Ach. Wow. Es ist ein bisschen kaputt. Wow. Boah, der Baum ist da drauf gekracht, ja, ne? Noch zoomen. Ah, der Weg ist schon cool hier. Guck dir das mal an. Och, Gottchen. Oh, Vorsicht. Das ist hoch. Lass mich zurück. Also Leute, der Weg ist jetzt hier so gar nicht richtig. Aber der ursprüngliche Weg wäre über diese kaputte Brücke tatsächlich gegangen. Deswegen müssen wir uns jetzt hier durchschlagen. Aber hier ist auch ein Trampelpfad. Wir sind also nicht die Ersten, die es so versuchen. Wenn wir schon was machen, ey. Oh! Gott. Das war jetzt ein Weg für mich. Büsche und Gras bis hier oben hin mit dem Kopf dadurch. Ich habe mich zwar komplett eingesprüht, aber... So Seen sind tückisch. Beim Biggesee hatte ich eine Zecke mitten auf dem Kopf. Ich habe mich zwar jetzt wieder impfen lassen, aber geht ja nur gegen FSME, ne? Ein Foto, ein Baum, da machen wir jetzt zwei Fotos. Schau auf die Karte. Ja. Das ist ja wieder was für mich, ne? Aber ich wollte es letztes Mal schon machen. Machen wir es halt diesmal. Ich werde es wieder hassen. Oh, wie viele Treppen? 31 Grad. Oh. Oh. Warum müssen immer auf diesen Teilen diese schäbigen, durchsichtigen Metalldinger sein? Metalltreppen. Man darf nicht nach unten gucken. Das Problem ist immer, das runter ist manchmal noch schlimmer wie hoch. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh scheiße. Guck nicht nach unten. Nicht nach unten gucken. Oh, endlich. Das ist nichts für mich. Oh, ich habe nach unten geguckt. Man darf sich nicht von der Panik übermannen lassen. Einfach wieder nach geradeaus gucken, hoch und ganz schnell wieder runter. Fuck. Nee, das ist... Ich freue mich immer, wenn ich es oben geschafft habe, aber genießen kann ich das nicht. Oh, ist auch mit Metallgitter. Herr Nachbar. Oh, ich komme aber hier nicht weg. Ich kann hier nicht rumgehen. Ach du Scheiße, ist das hoch. Das Schlimme ist, die Treppen, die kicken, die Hitze kickt, aber der Puls, der beschleunigt die Atmung sowieso schon. Oh, ist das hoch. Oh, jetzt musst du ja auch noch nach unten gucken. Oh, da kommt einer. Ich mache es aber, ne? Immerhin.
Wir haben was zu essen hier. Ja, hallo, hallo, hallo. Spazi. Ja. Ganz ruhig, Elke. Möchtest du ein bisschen Wasser haben? Ja, die hat gepasst. Wir haben Wasser, Wasser dabei, gut. Wir haben alles mit. Mm. Die ist nur neugierig. Kann sie sein, haben wir kein Problem, ne? Ja, solange du nicht an mein Käsebrötchen gehst, du, dann sind wir nicht mehr Freunde. Ja, Frühstück hat sie doch nicht. Oh, das ist schlecht. Harry, hier. Mm. Das darf ich dir nicht geben, Schatz. Oskar, hier. Mary, hier hin jetzt. Hier. Oskar, komm. Ich bin ein ganz schlechter Neinsager. Du hast hier. Ach, hier. Du auch, Mary, hallo. Komm her, wir haben hier für dich auch. Meins ist aber leckerer. Immer hier ist eine Bremse, ne? Die attackiert mich die ganze Zeit. So, sieht scheiße aus. Ma, scheuert aber nicht mehr. Man muss sich nur zu helfen wissen. Auch viel besser, hör mal. Ja? Ich habe richtig Wundbrand schon zwischen den Oberschenkeln, wenn die so aneinander reiben ohne Hose. Oh Gott. Wie kann man nur sich so gehen lassen? Aber egal. Man schaue nach vorne und sehe, es ist wieder schön. Hä? Nicht schwingen, sondern ich glaube ein Stückchen hochziehen, oder? Ist das auf Rollen? Stand da oben, wie man das bedient, aber ich habe nicht gelesen, weil ich dachte, das ist kaputt. Nee. Nee. Okay, den Musiktest haben wir nicht bestanden. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Die Erklärtafel, die ist ein paar hundert Meter weiter oben. Und wir haben gedacht, da waren umgestürzte Bäume, dass das Instrument dann an diesen Bäumen mal war und die Station gar nicht mehr da ist. Das ist aber doof. Kann man jetzt nicht mehr zuordnen. Egal. Eine Station ohne Musik. Klang, Wald, Windspiel. Das klappt aber jetzt. Quanto si namasa more, quanto si namasa more, quanto si namasa more. Der ist auch kaputt. Guck mal. Die Seite ist nur gut. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Schade, ist kaputt. Ihr müsst mal reparieren, die Harfen. So richtig durchgenudelt sind wir jetzt durch mit der Tour. War eine schöne kleine Runde. Und da jetzt das Torhaus mal offen hat, werden wir hier durchgehen. Letztes Mal, als ich hier war, hat es ja geschlossen gehabt. Hier ist privat, da dürfen wir nicht. Obwohl da ja auch Skulpturen sind, ne? Ach, da ist die Frau mit der Bratwurst. Ja, guck mal, das passt doch. Ein Bochumer Künstler sogar hier. Ich wäre auch dafür, dass wir uns hier irgendwas Kaltes zu trinken gönnen, was Schönes. Oder? So eine kalte Cola. Sorry, we are closed. Benutzen Sie den Eingang rechts vom Gebäude. Verwirrend hier, aber süß. Ich mag das, wenn das so ein bisschen chaotisch ist. Passt ja dann auch. Ich will hier nicht so aufschrecken. Die schicken Schüchen da.
nochmal eben 1500 Kilometer und ich wetten müssen. Also was du da erzählt hast, weil die Kinder, die machen das doch nicht. Das ist ja ein uriges Café, vor allen Dingen ist hier richtig was los. Aber schön. Oh ja, die Gießkannen sind gut, die brauchen wir auch. Stößchen. Ach, das tut gut. Also so ein Dunkelbier, so ein Vitamalz ist immer das Geilste nach so einer Tour. Ne? Ja, fällt jetzt alkoholfrei sogar. Oh. Ja, Dingen hier ist richtig urig. Schön. Das ist aber tricky hier. Du wirst hier nie wieder hochkommen. Wir haben uns jetzt das Plätzchen hier rausgesucht. Man kommt hier ganz beschissen ans Wasser, aber da hinten, da ist rappelvoll. Und Herr Nachbar hat sogar seine Badeutensilien am Start. Ja, ich darf noch nicht. Ich darf ja noch nicht, aber ich kann zumindest mit Beinen reingehen. Ja, dann zeige ich mal meinen Körper hier rein. Das sage ich ja. Obwohl, da ist ein Loch, da kannst du reintreten wie so ein Bergsteiger. Scheiße. Ich filme es jetzt nicht, weil er in Badehose ist, obwohl es eigentlich auch egal. Ne? Du hast ja Badehose an. Wir haben die beste Stelle rausgesucht. Aua! Sehr gut. Na, Steine, kämpf du mal. Ich muss zugeben, ich bin gerade ein bisschen neidisch. Aber ich muss leider noch ein bisschen warten mit Schwimmen. Ich darf so baden gehen, alles, aber in so öffentlichen Gewässern muss ich noch eine Woche warten. Steine. Hä? Scheiße. Ja, wenigstens die Beine so ein bisschen drin, ey. Ja. Das tut schon gut. Ja. Das ist schon meine kleine Erfüllung. Das tut gut. Boah, wie gern würde ich jetzt hier auch reinspringen, aber ist nicht. Auf der Seite ist der Campingplatz, wo ich mit Papa die 2 Nächte gemacht habe. Da ist diesmal auch ein bisschen mehr los auf der Feldwiese. 2 Nächte, ja. War schön. Aber ich sehe da schon Zelt, da in der Ecke ein Zelt, da ein Zelt. So durchschimmern. Ist nur die kleine Wiese, aber schön. Direkt am Wasser und morgens und abends hier die Enten, ne? Die Gänse, laut. Mag, mag, mag. Ja? Oh. Ja, frühmorgens. Wir mögen das ja. So, wir haben jetzt locker 2 Stunden, 1,5 Stunden hier am Wasser gechillt. Dann geht es jetzt durch den Berufsverkehr nach Hause. Wir haben 16 Uhr. Ich werde wohl noch einen Abstecher nach Decathlon machen, liegt hier auf dem Rückweg. Weil die erste Hose ist zerfetzt vom Marder, die zweite Hose ist zerfetzt von dicken Oberschenkeln. Wird Zeit für eine neue Hose. Ey, man ist einfach nur nass, aber schön war es. Schöne, zum Teil für euch auch bekannte Elemente gesehen, aber war chillig. Ne? Wir fahren jetzt nach Hause durch den Stau. Sagen wir am Ende eines jeden Videos, geht raus, bewegt euch, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Pisswarmes Magnesium-Brausewasser.